Ich hab voll die Spannung rausgenommen mit diesem Cut. Voll unfair. Aber weiter. Ballert nicht so auf mich. Hä? Du hast uns auf die Folter gespannt wegen so einer Sache, weil du es nicht weißt? Hä? Okay, du bist ein alter, komischer Mann. You're wondering if there ain't some other way out of this mess. It's all right. I can tell. But why would you even want another way? Unless you wanted to stay here with us. Naja, nach den ganzen Geschichten, die du erzählt hast, Rux, ist das auch ein bisschen schwierig. Man kann dir mittlerweile nicht mehr so doll glauben. Nein, nicht glauben. Du wirkst ziemlich unglaubwürdig gerade. Das meine ich ernst. Das tut mir leid, Rux, aber ich sag es so, wie es ist. Ah, Steine kommen. Well, that's sweet and all, but I don't know if I can stick around. Warum kannst du nicht bleiben? Habe ich das falsch gelesen und jetzt einen Schmarrn gelabert? Keine Ahnung. Erzähl, Rux, was ist los? Erzähl, Junge. Was ist das? Noch ein Bock? It's on our shoulders. We can't just let it go. WTF? Das ist meine Waffe, oder? So. Das ist eine dicke Waffe. Krieg ich die Dinger damit kaputt? Ja? Eine andere Funktion. Was meinst du? Ah, wo lang geht's denn nun? Nicht hier lang, oder? Kolossalschlag. Ich freue mich, den gleich mal ausprobieren zu dürfen, ja. Das wird bestimmt nett. Hier lang bestimmt, oder? Na, was ist denn hier vorne? Kaputt. Ah, das Sound jetzt um oder so, ne? Nein? Wo lang geht's denn sonst? Dann jetzt hier runter? So, gerade. Ah, so. If ever the monument blew out and we couldn't repair it, we could still evacuate. First we'd round up as many folks as we could carry. Weil auch nicht so pessimistisch. We detonate the cores and we take off. Nicht so pessimistisch. Oh, das Ding ist krass. Zwar fett und langsam, aber krass. Rammen mit dem Rambock. Of course that would mean no going back. Ever. But then again, that way all of us could leave the city. Ja. Okay. You know Zulf and his countrymen won't be giving up that shard without a fight, don't you? Ja, das ist mir schon klar, Rux, aber naja, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen das so machen. Was sollen wir sonst machen? Zulf. Aber würde es nicht am meisten Sinn machen, die Leute? Zulf dedicated his life to last in peace between the Ura and Ceylandia. Das macht doch viel mehr Sinn, wenn wir die mit auf die Bastion nehmen würden, oder? Also, du sagtest ja alles zurücksetzen, oder? Das würde doch für die auch von, naja, positiven Vorteil sein. Oder irre ich mich, Rux? Ah, hört auf zu lasern. Kennt ihr den Spruch, wenn jemand sagt, du bist voll Laser? Könnt ihr das ernst nehmen? Also ich nicht. Zulf ain't lost every shred of decency though, has he? Ja, ballert alle auf mich. He
Da vorne ist der Kerl. Da vorne ist der Kerl. Boom. Kern. Ah, nein, da. Kern. Ah, erstmal Lebensding. Kern. Kern. Was ist es dann? Kern. Nein. Boom. Kern. Komm her. Ich geb dir. Komm her. Boom. Komm her. So. Kern. Also, Splitter. One for sure. The Ura can't be happy that the kid followed Zolf all the way home. Ja, bestimmt, aber komm. Hatten wir eine andere Wahl? Ey, was macht ihr da? Gegen wen kämpft ihr? Nein. Zolf? Hallo? Warum haben die dich angegriffen? Ulf? Wer ist ein Ulf? Lass so fliegen und drücke weiter mit dem Rambock vor. Zolfs Situation ist aussichtslos und lenkt nur ab. Sein Plan, die Ura zu rächen, hat nur noch mehr Leid verursacht. Das Entscheidende ist, dass der Splitter unversehrt zurückgebracht wird. Gib den Rambock auf und nimm stattdessen den angeschlagenen Zolf mit. Zolf ist schwer verletzt, aber er atmet. Es scheint, seine Landsleute haben sich gegen ihn gewandt, als ihre Situation ausweglos erschien. Er hätte beinahe die Besten zerstört und dennoch hat er ja nichts Schlechtes dabei gedacht, oder? Er wollte die Bestien zerstören, aber hat er nicht auch gedacht, dass wir daran schuld sind, dass wir das alles verursacht haben? Wollte er sich selber nicht nur schützen? Komm, Ulf, wir nehmen Ulf mit. Hier, Ulf, auf den Rücken. Irgendwie erscheint mir das wichtiger. Es kann ja nicht sein, dass wir unseren Freund zurücklassen. Auch wenn er uns nicht selbst. Auch wenn er uns nicht als Freund ansieht. Für uns ist er noch ein Freund. Nein. Doch, ich weiß es nicht. Diese Musik. Oh, ich werde ein bisschen leiser jetzt erstmal sein, so ein bisschen flüstern. Nein. Oh, hört auf mich zu schießen. Oh. Warum tut ihr uns das an? Warum tut ihr so, also Ulf, das an? Nein. Das ist voll traurig. Nein. Das ist aber auch die allerschönste Stelle an diesem Spiel. Das ist unglaublich. Gänsehaut. Das sind so viele. Was sollen wir machen? War das die richtige Entscheidung, Zolf mitzunehmen? Der hat uns verraten, aber trotzdem helfen wir ihm. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig war von uns, aber wir machen es trotzdem. You remind me of myself when I was his age. I ever tell you about those days? Nein, noch nicht, Rex. Ja. Haben wir es echt geschafft? Wirklich? Hey, kid. Es ist alles schwarz und weiß. Get up, kid. Ja, Rux. Hallo. Come on, that ain't funny. Ja, Rux. Get up. Rux, wir geben uns doch schon Mühe. That's more like it.
Now, set that shard into the monument there. Then we'll talk. Okay. Der letzte Splitter. It's finally finished. Wir haben's geschafft. Ist alles wieder gut? There's something I want you to see. Was musst du denn sehen? Okay. Das Ende. Anscheinend ist jetzt Welcome das Ende. To the heart of the Bastion. I ain't one for long goodbyes, so here's the deal. Zia and I figure you've done the heavy lifting, so you get to do the honors. We can tell you how to work this thing if you got any questions. Was denn? Hey, kid. Ja. Wiederherstellung, was meint ihr damit? You can undo the calamity here and now. Go on, kid. And before I forget, thank you. Okay. Und, fragt nach den Evakuierungsmodus der Mission? Hm. Always wondered what the motherland was like. Not that it matters anymore. Ja. Ich verstehe eigentlich noch gar nicht, was jetzt hier so los ist. Also, Rux, bitte erklär mir das mal. Also, ist nicht so, nicht so einfach. Zulf only brought more ruin to the Ura. No wonder they didn't take kindly to him. Ja. Aber er hat doch auch nur das getan, wovon er dachte, was richtig ist. You've got one thing left to do, so you hang on to that badge. Danke. You earned it. Danke. Ich bin ein Sheriff. Und das letzte ist das Pickernest. Don't let anything you've done get to you. You could save all those creatures here and now. Ja. Okay. Was erzählst du mir, Sia? Danke. Okay, das hier. So, let's see. You can either prevent the calamity or stick around with me and Rux. I'd hate to be in your shoes. Hm. Und evakuieren? I could be any place I wanted. I'd stay right here. We could go anywhere in the world. Oh, das hast du süß gesagt, Sia. Hm, das hier mit der Nachricht. Was war das nochmal? Zulf tried to talk me into joining him. I tried to talk him out of it. I guess we both failed. Anscheinend. Ja, aber nimm dir das nicht zu Herzen. Ura-Siegel, was war das nochmal? When I finally found my people, I told them we could help. They just took me for a traitor. Glad you showed up. Ja, das ist normal. Menschen denken immer nur das Schlechte von allen. Und was hältst du hier von deiner Musiknummer? Any moment I'd want to live again happened after the calamity, not before. Ja. Also, sie erzählt mir im Endeffekt, dass die Katastrophe, dass man die nicht zurückspulen soll. Aber Rux will, dass ich zurückspule. Okay. Leite den Evakuierungsvorgang der besten ein. Bei diesem Vorgang werden die Kerngehäuse irreparabel beschädigt und die Wiederherstellungsvorgang deaktiviert. Wiederherstellung. Leite den Wiederherstellungsvorgang der besten ein. Achtung, dieser Vorgang stellt ein Führen. Weltenstand wieder her und ist nicht rückgängig zu machen, nur noch Anweisung verwenden. Boah, das ist jetzt scheiße schwierig. Wollen wir in eine Welt leben, wie sie vorher war, und dann wollen wir eine neue Welt? Es ist viel Leid passiert, aber kann man dieses Leid zurückdrehen, indem man die Welt zurückdreht? Oder sollten wir dieses Leid, aus diesem Leid neue Kraft schöpfen und, ein neues Leben anfangen. Das sind so die Kernpunkte, wie ich finde, die Unterschiede dieser zwei Weisen. Ist es richtig? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Oh, Leute! Ich weiß nicht. Ich bin, wenn einmal was geschehen ist, dann soll es auch so bleiben. Also, dann ist es halt geschehen. Man kann nicht zurückdrehen. Und wenn man zurückdrehen kann, sollte man es nicht tun. Okay? Ja, das nehme ich. Der Anfang. Wir haben einen neuen Anfang geschaffen. Und nicht den alten übernommen. Oh, Mutter. And here I figured you'd had enough of me by now. Eigentlich schon, ja. Could have undone the calamity itself.
but instead you want to stay. In a world like this. Ja. I gotta admit, kid, I ain't yet put much thought in that idea of carrying on with you here. We can't go back no more, but I suppose we could go wherever we please. Das dachte ich mir auch. Und Mama. If anyone left out there, I sure would like to see the look in their faces. Wir schaffen eine neue Welt. Dock this thing right on that doorstep. Und übernehmen nicht die alte. Getting ahead of myself, though. I'm gonna need a first mate. What do you say? Ich würde mal sagen, das ist nun das Ende, Leute. Wir haben Bastion durchgespielt. Nicht sonderlich schwer, es durchzuspielen, aber unglaublich schön. Und ganz, ganz viele tolle Sachen, die man bei diesem Spiel erlebt. Ich möchte mal so ein kleines, Fazit möchte ich nicht nennen, einen Rückblick fassen. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Allein die handgezeichneten Bilder, die man jetzt noch im Hintergrund sieht. Oder alles, was dort gezeichnet ist und wie die Welt sich aufbaut. Das Design. Man kann nichts anderes dazu sagen, außer es ist wunderschön. Es sieht unglaublich genial aus. Es versucht nicht realistisch zu sein. Es versucht dir eine Geschichte zu erzählen auf ihre eigene Art und Weise. Rucksack, alte Quacksalber, versucht dir die ganze Zeit reinzulauern. Es ist sagenhaft. Es ist genial. Und ich finde es immer wieder toll. Ich habe es jetzt... Ja, ich habe es schon mal durchgehabt, ja, ich weiß, aber es ist trotzdem nochmal geil gewesen. Es hat mir trotzdem nochmal eine Gänsehaut verschafft. Und trotzdem freue ich mich, es nochmal gespielt zu haben. Und das sind Spiele, die genial sind. Die eine wunderschöne Geschichte erzählen und dabei noch wunderschön... Naja, und diese Geschichte auch noch selber wunderschön erzählen. Das ist ja nicht dumpfe Laberei, sondern mit Hintergrund. Man kann in dieser Geschichte noch viel mehr sehen, als man oberflächlich sehen kann. Ihr habt alles gehört oder die ganzen Nebeninformationen. Man kann sich so viel in diese kleine Welt hineindenken. Und das macht es unglaublich schön. Ich finde es einfach genial. Und als letztes, die Sache, die ich allermeisten loben muss an diesem Spiel. Was wirklich das allergeilste ist. Diese Musik, Leute. Einfach nur diese Musik. Sie ist so unglaublich schön. Und ich habe gerade voll die Zeta-Stimme, aber sie ist so geil. So unglaublich geil. Ah, wie oft kann ich das noch sagen? Ah, ich freue mich, das Spiel gespielt zu haben. Ich habe es recht schnell durchbekommen. Ich hätte irgendwie gerne mehr Zeit damit verbracht. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr noch gehabt davon. Ein paar Momente mehr, die boah sind. Aber, okay, so ist das Spiel halt. Das ist übrigens das allererste Spiel der Publisher, nicht Publisher, des Studios Supergiant Games. Finde ich als erstes Spiel unglaublich geil. Bitte macht mehr solch geilen Scheiß. Leute, macht das. Wenn ihr bei diesen Geschichten und bei dieser Erzählung festhält, ne? Ihr werdet unglaublich erfolgreich und nicht nur erfolgreich kommerziell, sondern auch erfolgreich von Bedeutung. Denn solche Spiele sind meiner Meinung nach die Spiele, die immer wichtiger werden, die einfach schon total wichtig sind. Spiele mit Hintergrund, wo nicht nur dumpfe Ballerei ist. Ich könnte so viel jetzt erzählen und ich freue mich so sehr, diesen Abspann zu sehen. Und ja, Abspanne, ich weiß nie, wie lange die laufen, deswegen laufe ich einfach so vor mich hin. Aber ich finde das eigentlich ganz okay so. Was kann ich noch erzählen? Ich danke euch allen, meine Wuschels, ne? Meine flauschige Wuschelfreunde dort draußen, ihr seid geil. Ja, ihr seid richtig geil. Ich
Boah, bedanke mich an euch alle. Wenn ihr das hier noch schaut, ne, und meine Laberei ertragen könnt. Boah, ihr seid so geil. Ihr seid so mega geil. Ich hoffe, dass wir noch einige weitere Spiele so miteinander erleben werden. Und schöne Spiele. Also, ich habe einen eigenen Geschmack. Aber man muss mir vorhalten oder man muss sagen und gestehen, dass ich schöne Spiele mag. Dass ich Spielefreund bin der besonderen Art. Ja, ich habe mich jetzt gelobt, ich weiß. Aber ich danke euch. Ich danke auch dir, Rux, ne? Du hast mir andauernd reingelabert. Das ist total unhöflich und normalerweise würde man deswegen Ärger kriegen, aber dir lasse ich das durchkommen. Danke, mein Freund. Dann verabschiede ich mich hiermit. Vielleicht kommt ja noch was Schönes. Wenn was Schönes kommt, dann sage ich noch was. Aber dann schauen wir uns jetzt, glaube ich. Ich glaube, es ist auch zu Ende. Deswegen haben wir ganz gut gelabert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, Leute. Man sieht sich, man hört sich, man riecht sich.